ziehen kann. I don't know. Bin wir Level 1? Ja, schon. Eigentlich sollten wir darüber reden, ne? Verstehe diesen. Wieso sich Leute denken, dass dieser Invade Path gut ist, verstehe ich halt nicht. Wieso von da nach da, um dann von da nach da zu gehen? Das verstehe ich halt nicht. Wenn man hier ist und dann hier gesehen. Also. Verstehe ich einfach nicht. Hä, die können da drin sein. Gesehen? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, ist Q der beste Start? Ja, schon, ne? Die haben unseren Red Buff invaded. Lol. Wir können die halt raussauen. Ja, der Hook startet, hat halt auch Kontrolle über das Leben verloren. Level 1 geflasht. Einfach crazy world. Was hier einfach passiert, ne? Einfach crazy world. Yo, Yumi ist hier eben geflasht in den Busch rein oder so, weil die keinen Plan, was sie gemacht hat. Ja, kein Plan. Soll ich Chat immer wieder anmachen? Ich weiß nicht. Ich tilte halt selber davon ein bisschen, ne? Von dem Chat. Bin ich ehrlich. Ich werde halt, also, mir macht Smurfen halt einfach nicht so viel Spaß, ne? Weil, ich es nicht mag, von Leuten, die schlechter sind als ich, geflamed zu werden. Hat er sich jetzt entschuldigt, weil er den CS genommen hat, oder? Er hat den Kill. Der Trash ist nicht schlecht. Doch schon. Alleine, dass du Trash schreibst, anstatt Thrash. Zeigt eigentlich, dass das schlecht ist, oder?
Du meinst vorhin, das wäre Gold-Elo? Weißt du das? Ja, weil ich halt gucke, welche Elo die Gegner haben. Ich müsste echt Executioners kaufen. Hat er schon recht. Damn, dass er an sowas denkt, ey. Entschuldige ich mich auch erstmal für, dass ich das nicht gemacht habe. What is happening? Ah, du hast recht. Ich muss eigentlich appreciaten, was ich hier für einen Supporter habe. Lente. Ah, Lente. Danke dir. Hey, die ist so schnell und crazy, ich weiß, wie schnell die ist. Imagine, mein Supporter wäre mit mir im Voice, dann ist das ja ein Kill auf jeden Fall. Schön hoch. Digga, was? Like! Kann der doch nicht mit mir machen. Ja, was sind überhaupt meine Items, Digga? Ah, der Typ gefällt mir auf jeden Fall. Der denkt ein bisschen mit, also außer da hat er auf jeden Fall gerade gar nicht nachgedacht. Aber der gefällt mir. Yumi mit Flash, ja, ja. Ganz schlimm, Patrick, ich weiß. Kannst du auch nicht mit Hook engagen. Oh, wenn er da einfach nur raufläuft und flayt. Einfach nur in den Busch gehen. Guck mal, wie viel wir die Gegner damit zonen, ne? Guck mal, was die können nicht mehr das Game spielen, so. Einfach weil der Typ im Busch steht. Okay. Und wenn es wirklich dangerous wird, dann holt er mich halt mit Lantern dazu. Lantern dazu.
Gefällt mir gar nicht, was der macht, ne? Und dass er den auch nicht teilen kann, Digga. Ah. Weißt du? Warum will eigentlich jeder die Wave nehmen, so wenn der Botlane kommt? Was denkt er sich eigentlich? Frechdachs. So. Was hältst du eigentlich von Enzils Zauberbuch? Du meinst Enzils Spellbook, ne? Ja. Weiß ich nicht. Hört sich im ersten Moment nicht so gut an, aber wenn es gespielt wurde, dann hat es wahrscheinlich irgendeinen Sinn, ne? Oh, fühle ich nicht. Das Game sieht sehr gut aus, ne? Der Vladimir. Ui. Ja, das ist halt auch ein AD Carry Game, ne? Das ist ein AD Carry Game hier. Vladimir Master Yi Katarina. AD Carry. Ah, scheiße. Freezen wir jetzt erstmal hier die Lane. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Wir machen die so depressive. Gegen Vladimir wollen wir uns nicht anlegen. Das ist schon echt schlecht gespielt von ihm. Ich dachte, der wird mich einmal lantern, so, ne? Aber ja. Oh mein Lord. Ah, war eine close Geschichte. Ey, ich will Mana Mune auf Lucian bauen. Das würde mich glücklich machen. Ist das dieser sexy Jungler von TF in einem League Game, Junge? Ryze Karen. Genau, der ist es. Naja, aber momentan jungle ich ja nicht bei TF. Von meinem Finger. Da komme ich wieder back in business, auf jeden Fall. Ah, geh doch weg mit der Lantern. Oh mein Gott. Oh, dass die Katarina uns da nicht alle tötet, ne? Haben wir Glück auf jeden Fall. Also das war, also Katarina kann also mich at least da töten, ne? Komplett toll, dass ich da überlebt habe. Wirft die Lantern zu mir und läuft dann einfach zu neben mich so. Das ist ein bisschen schwierig. Grüß dich Annika und Tim. Wobei Annika ja eh schon, aber Tim. Ah, seht ihr mal gut. Die Öl zu nutzen, aber ich bin trotzdem tot, schade. Nice. So. Herrlich. Ich kaufe mir wieder Mana Mune. Ich will das unbedingt spielen, das Item. Ich habe so viel Spaß an diesem Item, ne? Das glaubt ihr gar nicht.
Mich macht das immer richtig glücklich, so Mana Moons kaufen. So. Nice one. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich schon besser wurde. So. Mit Yumit Holter. Zum Glück hat sie Flash dabei. Zum Glück konnten sie wegflashen. Flash ist so broken auf Yumi. I don't know, wieso das nicht jeder spielt. Komplett broken einfach. Geht die da jetzt echt back? Pusht nicht weiter. Damn. Ja, ich krieg trotzdem noch eine Wave. Ah, ich bin ehrlich, Leute. Mana Moon fühlt sich so fucking gut an, ne? Crazy. Wie gut sich Mana Moon anfühlt. Mana Moon? Sagt ihr Mana Moon oder Mana Mune? Ist ja schon eher so Mana Mune, ne? Oder? Schon eher, oder? Hm, der steht da gleich einmal auf die Rauf. Wahrscheinlich schon. Zeig Mana Moon. Ja. Well. Hilft jetzt nicht so viel. Nehmen wir mal Red Bar. Stinkt der Finger noch nach? Nee. Actually nicht wirklich. Oder? Nee. Ultet doch bestimmt, oder? Wenn die ultet, ulte ich halt auch einer. Well. Eine Auto-Attack gecancelt, sonst wäre die tot. Boah, ich brauche noch echt viel, ne? Kamst du mit dem Finger eigentlich, weil du mit vier Fingern auf QWER spielst? I mean, nein, das war nicht der Grund. Der Grund war einfach, dass ich den kleinen Finger überlastet habe, ne? Aber ich spiele halt mit QWER. Also der, wie man jetzt die, also wenn man QWER mit dem Ringfinger spielt auf Q, dann kann man halt genauso den Ringfinger überlasten, ne? Legit zu viel Kartes. Maybe, maybe. Ne, ich denke eher, das liegt an dieser komischen Bewegung, sag ich mal, dass ich so viel den kleinen Finger halt hin und her bewege. Bedeutet, ich drücke ja Tab. STG damit. Mittlerweile level ich aber über den Ringfinger. Ja, wo überall, wo sind denn überall Pflanzen? Und hier auch einfach. So fucking viele Pflanzen.
Oh, das war perfekt, das Auto-Tech-Cancel. Holy moly. Schade. Too much. So. Nice, ich bin voll gut. Die Kutscher ist erst bei 15 Minuten im Game. Ranked oder normal? Das ist Ranked. Ja. Der Kutscher läuft gerade, ne? Das sieht gut aus. Würde mich freuen für ihn. Die Frage ist nur, was ich dann mache in der Zeit. Ob ich einfach noch ein Game gehe? Wahrscheinlich aber nicht. Ich gehe gleich mal in seinen Chat und frage ihn mal nach, wie die Sachlage ist. Annika, macht dich so ein Yorick glücklich? 1-3-1. Sein Item sieht so awkward aus, weil er so wenig hat einfach. Spiel mit gut oder Anzeige. Ah ja. Elo ist Gold. Low Gold. Ich will immer noch 1-3 spielen, oder? Alter, Jan, du bist wirklich Killer, einer. Jan, kommst du eigentlich auch grillen? Würde mich freuen auf jeden Fall. Ich würde dich auch vermissen, wenn du nicht mit grillen kommst. Bin ich ehrlich. Ah, ich habe ein bisschen Bock hier, das zu spielen. Oh, das war nicht gut. Man muss da echt bedacht umgehen mit seinem Dash, ne? Machst du heute noch? Länger. So, bis 3, 4? Irgendwie so? Ja klar, Samstag dann. Ja, wäre schon nice, oder ja? Mal wieder ein bisschen treffen. Ich will Ono auch noch hinkriegen. Würde mich freuen auf jeden Fall. Na gut, sieht so aus, als ob Kutscher das Game gleich auch gewinnt. Gleich zum Sport? Alter, das ist halt echt krass an McFit, ne? Dass die rund um die Uhr Aufnahmen. Das ist halt echt geil. Weil bei mir ist es halt so, dass ich abends, oder was ist abends, nachts immer so Motivationsschübe bekomme. Und wenn man dann halt direkt gehen kann, dann hat man halt keine Ausrede. Und ich sag dann halt immer, ah, jetzt ist schon zu spät, jetzt kann ich nicht mehr. Ah, dafür ist es echt nice im Gym, dass so viel offen hat. Boah, ey, was heißt so viel? Der Ult-Fitzel dann mich dann nicht getroffen, ne? Wäre sie halt einfach tot. Wird von unten einfach. So schlecht von mir wieder, ne? Exhaust da nicht auf Katharina zu packen.
die outscalen uns halt sogar, ne? Master Vladimir Yumi. Aber sollte trotzdem. Vielleicht wir trotzdem gewinnen. Jinja, grüß dich, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, wait. Lul. Lul. Game. Wir müssen mal schauen. Wir haben auch noch. Wir können hier nashen. Aber Fights sind echt schwierig zu spielen, ne? Weil die mich schon gut zerballern, die Gegner. Alter, war das lucky. Geht die Full Lethality oder was? Ja. Das ist Full Lethality, aber schon. Schon Lethality. Geil. Etwas angestrengt, ja, kann man so sagen, würde ich sagen. Ich muss mich halt, wenn ich Offroad spiele, sowieso mehr konzentrieren, ne? Und wenn ich dann noch so ein paar wichtige Sachen beachten muss in dem Spiel, dann sowieso.